Lugauer, die 6, Kamil Kiewitzow und Hugo Langeweg, Startnummer 7, Bradley Heinz Wöbering, die 8, Nemo Diamant, Gerd Biendl und aus der zweiten Reihe die 9, Global Challenger, Michael Schmidt und die 10, Tamerini, Robin Backer und noch 100 Meter bis zum Start. Und das dritte, die 117. Deutsche Traber, die Derby ist gestartet. Von der Innenkante weg übernimmt Chapeau erstmal die Führung. Daneben der Steigeführte an der Außenseite Indiges. Indiges geht zu Beginn des ersten Bogens an die Spitze. Indiges ist vorn, vor Chapeau. Dann in der dritten Position sieht man Sir Mattas, rück vor an die zweite Stelle. Vierter ist Casanova. Fehler von Tamburini. Die erste Zwischenzeit die ist 1:11:07, auch Global Challengers in der Luft und disqualifiziert. Inzwischen hat Indiges das Kommando übernommen. Es geht auf die Tribünen gerade. Indiges an der Spitze. Indiges ist vorn. Dann in zweiter Spur Sir Mattas an der Innenkante. Chapeau. Vierter Platz für Casanova. Dann sieht man an der Innenkante Bradley und außen Dream Magic BE in zweiter Spur. Dicht dahinter Kamil Kiewitzow. Dann folgt Nemo Diamant. Die nächste Zwischenzeit ist 18:05. Weiterhin Indiges an der Spitze. Keiner macht die Anstalten zu attackieren. Es geht in den Trotto.de-Bogen. Indiges in front. Dahinter Chapeau. In der Außenspur sieht man Sir Mattas, dann Bradley mit Casanova vor Dream Magic BE, Nemo Diamant und Kamil Kiewitzow. Und Indiges führt durch den Trotto.de-Bogen. Liegt mit gut zwei Längen vorn. Vor Chapeau. Außen in dritter Position. Weiterhin Sir Mattas. Innen geht Bradley und außen Casanova. Und jetzt wird Casanova eingesetzt, geht heraus in die dritte Spur, 16:03 war die Zwischenzeit, aber Indiges inzwischen auf vier Längen enteilt. Chapeau ist zweiter, außen Casanova, vierter Platz für Sir Mattas, dann Bradley, außen Dream Magic BE. Ende gegenüber hat sich der Abstand verkürzt. Indiges noch mit knapp zwei Längen vorn vor Chapeau, außen Casanova, noch 500 Meter bis zum Ziel. Und Indiges führt durch den Schlussbogen vor Chapeau mit Casanova. Dicht dahinter sieht man aus Mattheis und bereits drei Längen zurück. Und Fehler wieder von Indiges, Fehler von Indiges. Und jetzt zieht hier innen Chapeau durch und außen Casanova. Casanova außen, Chapeau an der Innenkante. An der Innenkante, Chapeau voraus, Chapeau, das kann nicht wahr sein, Chapeau, mit Thorsten Tietz, der war schon Sieger im Schlutenderby, Chapeau und Thorsten Tietz, einmalig gewinnt auch das Traberderby 2012, zweiter wird Dream Magic BE, dritter Casanova, vierter Sir Mattas und auf Platz 5 Kamil Kiewitzow.